Hallo, Neo. Wer sind Sie? Ich bin der Architekt. Ich habe die Matrix erschaffen. Ich habe auf dich gewartet. Warum bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Es wurde alles genauso gemacht wie vorgesehen. Entweder hat es mir niemand gesagt. Oder niemand weiß es. Das ist unmöglich. Die Prophezeiung sagt uns... Es war eine Lüge, Morpheus. Warum haben Sie mir dann nichts vom Architekten gesagt? Warum haben Sie mir nichts von Zion erzählt und meinen Vorgängern? Warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Weil es für dich noch nicht an der Zeit war, es zu wissen. Wer hat darüber entschieden? Du weißt, wer. Ich werde hier nicht rumstehen und nichts tun. Ich werde hier nicht warten und Ihnen beim Sterben zusehen. Entscheidung. Das Problem ist die Entscheidung. Es tut mir leid. Der Architekt hat mir gesagt, dass wenn ich nicht zur Quelle zurückkehren würde, Zion heute Nacht zerstört werden würde. Bitte. Bitte. Du und ich, wir können vielleicht nicht hinter unsere eigenen Entscheidungen blicken, aber dieser Mann kann sicher hinter überhaupt keine blicken. In der Zwischenzeit wurde mir jedoch klar, dass ich die Antwort mir entzog, weil sie eine geringere Intelligenz erforderte oder vielleicht ein Wesen, das weniger an die Parameter der Perfektion gebunden war. Er kann sie einfach nicht verstehen, er kann's nicht. Für ihn sind es die Variablen in einer Gleichung. Wenn ich der Vater der Matrix bin, dann wäre sie zweifellos ihre Mutter. Es ist seine Bestimmung. Er muss die Gleichung ausbalancieren. Was ist Ihre Bestimmung? Gleichgewicht zu stören. Interessant, deine Reaktionen zu beobachten. Deine fünf Vorgänger wurden mit einer gemeinsamen Veranlagung programmiert, einer bedingt positiven Eigenschaft, die dazu gedacht war, eine tiefe Zuneigung zu dem Rest ihrer Spezies zu entwickeln, was die Funktion des Auserwählten erleichterte. Während die anderen dies auf eine sehr diffuse Weise erlebten, ist deine Erfahrung diesbezüglich sehr viel präziser. In Anbetracht der Liebe. Trinity. Hoffnung. Sie ist die wesentlichste menschliche Illusion, die beides ist. Sowohl Quelle unserer größten Stärken als auch unserer größten Schwächen. Dass Sie verliebt sind. Ich lasse dich nicht gehen. Ich kann nicht. Was würden Sie dafür geben, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten? Alles. Sie geben mir Neo, oder wir werden alle sterben. Hier und jetzt. Sie sind wirklich bereit, für diesen Mann zu sterben? Mit Sicherheit. Es ist überaus bemerkenswert, wie ähnlich das Muster der Liebe dem Muster des Wahnsinns ist. Ich hätte wissen müssen, dass er seine Schlampe zuerst schickt. Leo, es ist Bane, er ist verrückt geworden! Nichts, was so schwach ist, wird überleben. Was wollen Sie? Dasselbe, was Sie wollen. Ja, das ist es, Mr. Anderson. Sehen Sie über das Fleisch hinaus. Sehen Sie durch die weiche Gelatine dieser glanzlosen Kuhaugen und sehen Sie Ihren Feind. Das ist absolut unmöglich. Nicht unmöglich. Unvermeidlich. Goodbye, Mr. A. Ich wünschte, Sie könnten sich nicht sehen, Mr. Anderson. Hilflos, mitleiderregend. Sie wünschen sich doch nur noch von Ihrem Leid erlöst zu werden. Sie können mich nicht aufhalten.
Die Macht des Auserwählten geht über diese Welt hinaus. Sie reicht von hier bis zu dem fernen Ort, dem sie entstammt. Wo ist das? Die Quelle. Das ist, was du gefühlt hast, als du die Wächter berührt hast. Aber du warst noch nicht bereit dafür. Du solltest eigentlich tot sein, aber offenbar warst du dazu ebenso nicht bereit. Ich brauche Zeit. Glauben Sie wirklich, Sie kämpfen für etwas, für mehr als Ihr Überleben? Sie sind ein Symbol für Ihre gesamte Gattung, Mr. Anderson. Blinde Messias. Ich kann Sie sehen. Sie sind über den Feldern, nicht wahr? Woher weißt du das? Ich kann Sie spüren. Ich weiß nicht, ob er die Maschinenstadt erreicht. Und wenn er sie erreicht, weiß ich nicht, was er für unsere Rettung tun kann. Illusionen, Mr. Anderson, Launen der Wahrnehmung. Vorübergehende Konstrukte eines schwächlichen menschlichen Intellekts, der verzweifelt versucht, eine Existenz zu rechtfertigen, die ohne Bedeutung oder Bestimmung ist. Du hast nie an den Auserwählten geglaubt. Hat sich nicht geändert. Wenn du sagst, wir schaffen es, werde ich dir glauben. Wir schaffen es. Also wieso tust du das dann? Ich glaube an ihn. Ich kann nicht. Nicht ohne dich, Trinity. Du wirst es. Ich glaube daran. Das habe ich immer. Und sie alle sind genauso künstlich wie die Matrix selbst, allerdings. Nur ein menschlicher Verstand kann so etwas Geschmackloses erfinden wie die Liebe. Ich habe Angst, Trin. Das habe ich auch. Wieso, Mr. Anderson? Wieso? Wieso bestehen Sie drauf? Wenn eine Antwort existiert, dann gibt es nur einen Ort, an dem du sie finden kannst. Wo? Du weißt wo. Ich weiß, was ich zu tun habe. Wenn du irgendwas tun kannst, beeil dich. Was ist er? Er ist du. Dein Gegenteil. Dein Negativ. Das Ergebnis der Gleichung, die versucht, sich selbst auszugleichen. Was willst du? Frieden. Und wenn ich ihn nicht aufhalten kann? Liegt die Zukunft beider Welten entweder in deinen Händen. Es endet heute Nacht. Oder in seinen. Gefällt Ihnen, was ich hieraus gemacht habe? Neo. Ihr kämpft für uns. Mr. Anderson, ich habe bereits nach Ihnen gesucht. Übrigen von mir werden einfach nur Wir sind noch nicht fertig, Mr. Anderson.
Stimmung des Lebens ist zu Ende. Sie werden sterben, Miss Anderson. Wieso? Ich werde das genießen. Man lebt nur, um zu sterben, Mr. Anderson. Das wird dieses Mal nicht funktionieren, Mr. Anderson. Sie werden sterben, Mr. Anderson. Weiterkämpfen, Mr. Anderson.
Ich werde das genießen. Warum aufstehen? Dieses...